Ja, hier ist jetzt mal wieder das traditionelle Vorwort erforderlich. Hallo erstmal, ne? Das hier ist die klimaneutral von der Firma Klima App. Ne? Also die Klima-App kurz. Die bietet an, ich habe sie mir mal spaßeshalber runtergeladen und das alles ein bisschen mir angeguckt, dass man seinen persönlichen CO2-Fußabdruck ausgleichen kann, indem man in meinem Fall 8 Euro oder 7 Euro irgendwas da dazwischen zahlt und dann lebt man quasi klimaneutral, weil das, was man persönlich an CO2 ausstößt, eben woanders auf dem Planeten kompensiert und oder vermieden wird. Da kann man sich jetzt streiten, beziehungsweise da können wir im Detail noch drüber reden. Ich habe diese Klima-App jetzt hier so ein bisschen als Aufhänger, die taucht auch im späteren Video dann immer mal wieder auf, einfach deswegen genommen, weil eben im Zuge um die Diskussion um die Klima-App auf dem Kanal Dr. Watson, das ist ein Wissenschaftskanal mit einer ganzen Redaktion dahinter und durchaus sehenswert, aber da wurde halt eben genau das diskutiert, ob man nicht theoretisch den kompletten Welt-CO2-Ausstoß mit solchen Apps bzw. mit den Projekten, die hinter der App stehen natürlich, nicht einfach kompensieren könnte und dann wäre sämtliches CO2 in dem Moment, wo es entsteht, im Grunde auch schon wieder gebunden. Und ich hatte in der entsprechenden Diskussion dazu den Eindruck, dass die Frage mit Ja beantwortet wurde, dass das gehen würde, dass das theoretisch weltweit sämtliches CO2 kompensieren könnte. Ja, und das ist Quatsch, ne? Das soll aber nicht heißen, bevor mich jetzt hier irgendjemand verklagt, dass diese Klima-App nichts taugt. Das ist, soweit ich das überblicken kann, ein wunderbar seriöses Angebot und eine schöne Möglichkeit, wie man ein paar Euro für einen guten Zweck loswerden kann. Da gibt es wirklich nichts dran auszusetzen und ich will denen überhaupt nichts Böses unterstellen, nur lediglich halt eben die Lösung für alle Probleme der Welt kann ein solcher CO2-Ablasshandel, ja, das ist jetzt absichtlich böse formuliert, einfach nicht darstellen. So, ne? Und damit kommen wir zum eigentlichen Thema und zum Ben vor Ort. Hallo und herzlich willkommen, mehr oder weniger im Wald. Ja, eigentlich sitze ich auf dem Sofa und lese ein Buch. Uneigentlich muss ich jetzt hier draußen in der Kälte stehen, weil meine Frau der Meinung war, das tut mir gut, weil ich rumgejammert habe, dass ich Kopfweh habe und im Regelfall hilft mir dann vor die Tür gehen. Und sie hat natürlich völlig recht, aber es ist kalt und ich musste mich umständlich warm anziehen und das macht keinen Spaß und drum ist es gut, dass ich jetzt draußen bin. Und bei der Gelegenheit habe ich gedacht, wenn ich schon raus muss ins Kalte, dann ihr auch. Also guckt das gefälligst auf dem Balkon weiter. Wenn ihr keinen Balkon habt, dürft ihr auch gerne in den Wald gehen. Nein, nein, nein. Spaß. Alles gut. Ja. Man kann, also unser Thema heute, aber das habt ihr ja schon den Titel entnommen, man kann gegen Geld seinen persönlichen CO2-Fußabdruck ausgleichen lassen. Das haben viele von uns sicherlich schon mal gesehen, die in den letzten Jahren mal geflogen sind. Man kann beim Buchen eines Fluges bei fast jeder Airline, wo man einen Flug oder Buchungsportal oder was auch immer, wo man einen Flug buchen kann, anklicken, dass man die dabei entstehenden CO2-Kosten sozusagen ausgleichen möchte und deswegen zahlt man 17,40 Euro 34 extra, was weiß ich, je nachdem, wohin man fliegt. Das können auch recht kleine Beträge sein, wenn es so eine kurze Strecke ist. München-Berlin, was weiß ich. München-Berlin sollte man natürlich nicht fliegen, das ist grundsätzlich eine Straftat, meiner Meinung nach. Aber nur meine Meinung, da darf man auch gerne eine andere Meinung haben, kann ich ja niemanden von abhalten. Gut, wie auch immer, jedenfalls, das hat man vielleicht schon mal gesehen, so ein Häkchen. Alternativ kann man sich auch eine App runterladen, ich glaube, die heißt Klima-App. Von der Firma Klima, ja, die heißen so, wer sich auch immer das ausgedacht hat. Und zum Beispiel, nur zum Beispiel, da gibt es glaube ich noch andere Alternativen. Und die stellen euch dann Fragen und die beantwortet ihr und dann sagen die euch, wie viel CO2 ihr so ausstoßt. Und dann bieten sie euch an, jetzt zahl mal 11,32 € im Monat, um dein CO2 zu kompensieren. Und danach bist du quasi CO2-frei, weil die Firma Klima dann für euch irgendwo im Nirgendwo zum Beispiel Bäume pflanzt und damit dann eben oder hat Bäume pflanzen lassen, um korrekt zu bleiben, um damit dann eben euer CO2 auszugleichen. So,
Jetzt gibt es gute und schlechte Möglichkeiten, wie man sowas machen kann. Fangen wir mal mit den, beziehungsweise erstens mal seriöse und unseriöse Möglichkeiten, sowas zu machen. Unseriös wäre es zum Beispiel zu sagen, ja, unsere CO2-Zertifikate, die wir dir verkaufen, um deinen Ausgleich sozusagen zu kompensieren, die stammen daraus, dass wir einen Tropenwald gerettet haben, der hätte abgeholzt werden sollen. Und weil der jetzt noch da steht, können wir jetzt das CO2, was in dem Tropenwald steckt, verhökern. Also erstens mal ist das eine bescheuerte Rechnung, weil das CO2 steckt da ja sowieso schon drin. Ob die jetzt den Wald aufkaufen oder nicht, ändert nichts daran, dass das CO2 ja schon längst gebunden ist. Das heißt, es ist keine zusätzliche Speicherung von soeben emittierten CO2, wenn du einen Wald, der schon da steht, sozusagen als Speicherort definierst. Ja? Und zweitens, dass der Wald jetzt gerettet ist und nicht gerodet wird, ist häufig fragwürdig. Ja? Oft wird das so gemacht, dass man halt einfach irgendeinen Wald schon rettet, aber der war gar nicht bedroht und niemand hatte vor, den irgendwie zu roden, weil es wäre viel zu teuer, einen Wald aufzukaufen, der quasi gerade im Begriff ist, gerodet zu werden. Dann müsstest du ja den kompletten Gegenwert vom Holz, was sich irgendjemand schon fast unter den Nagel gerissen hat, bezahlen und dann wären CO2-Vermeidungskosten beziehungsweise, das Wort fällt mir gerade nicht ein, Kompensationskosten wären dann erheblich teurer, als sie es momentan gerade sind, aber dazu kommen wir noch. Ne? Also das wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel für ein unseriöses Angebot. So, ein seriöses Angebot würde so aussehen, dass man vor 10, 20 Jahren einen Wald angelegt hat auf einer Fläche, wo vorher kein Wald war. Entweder weil der Wald schon vor Jahren gerodet worden ist oder weil da noch nie Wald war oder andere Gründe, was auch immer. Aber man hat einen zusätzlichen Wald angelegt. Die Bäume, die da wachsen, sind noch nicht in irgendein anderes CO2-Konto eingerechnet worden und stehen jetzt sozusagen noch zum ersten Mal zur Verfügung, nachdem da auch eine gewisse Menge Wald steht, gemessen zu werden. Das muss man dann auch korrekt machen mit forstwissenschaftlichem Messinstrument, Tarium und Messmethodik, um rauszufinden, wie viel CO2 denn da in diesem Wald eigentlich drin steckt. Und wenn man dann konkret weiß, wie viel CO2 man wirklich der Atmosphäre entzogen hat, konkret, dann kann man diese Menge auch tatsächlich verhökern beziehungsweise als Ausgleichsmasse sozusagen jemandem anbieten, der das dann rückwirkend kauft, sozusagen um seinen Flug von München nach Berlin auszugleichen. Ja? So, das ist also seriös. Das kann man machen und da ist im Grunde auch nichts dran auszusetzen. Und grundsätzlich ist es besser, einen Flug von München nach Berlin auszugleichen, als ihn nicht auszugleichen. Aber, und jetzt kommen wir zum wesentlichen Punkt. Es gibt einige Haken an dieser ganzen Ausgleichsdebatte durch Geld und einige offene Fragen, die man immer diskutieren muss bei der Frage, ob man den CO2-Ausstoß einfach so kompensieren kann, indem man ein paar Euro zahlt, weil momentan ist das ja wirklich noch günstig. Der monatliche Ausstoß einer durchschnittlichen deutschen Person liegt Kosten dafür, das auszugleichen. Zum Beispiel bei der Klima-App, das ist immer so irgendwas zwischen 10 und 20 Euro, sei denn du bist halt ein Arsch, dann kostet noch mehr, aber oder du bist halt fast schon ein Heiliger, dann kostet halt nochmal deutlich weniger, je nachdem, wie man sich klimatechnisch entsprechend verhält. Ne? So, und oder man ist halt in der, ohne ein Arsch zu sein, in der ungünstigen Situation, dass man halt einfach in einem Job festhängt, der halt eben nun mal erfordert, dass du jeden Tag 200 Kilometer mit dem Auto fährst oder solche Sachen. Ja? Das ist natürlich schon nicht so, dass man nur, weil man viel CO2 emittiert, immer automatisch gleich charakterlich dafür verantwortlich gemacht werden kann. Ne, das wollen wir an der Stelle vielleicht nochmal kurz festhalten, bevor ich wieder Ärger kriege. Bestenfalls, wie gesagt, handelt es sich da um echtes, zusätzlich der CO2 entzogenes CO2, das dann auch eben, wie gesagt, als Ausgleich für andere Schäden zur Verfügung steht. Und bestenfalls wird das Geld, was dann als Ausgleich gezahlt wird, an die Firma oder den NGO oder was auch immer, die diesen Ausgleich anbieten, dann reinvestiert, um noch mehr Wälder, zusätzliche Wälder zum Beispiel anzulegen, noch mehr CO2
Sicherheitszertifikate kaufen zu können. Und im Endeffekt steht dann aber auch wirklich für alles, was verkauft wurde, im Gegenwert von Wald irgendwo rum. Ne? Wie gesagt, im besten Fall. Ansonsten gibt es aber auch viele Betrugsversuche bei keiner Firma, die ich namentlich nennen möchte, aber das taucht immer mal wieder auf, gerade wenn man sich da irgendwo im Internet irgendein CO2-Zertifikat holt. Das Problem ist, dass ein CO2-Zertifikat in keinster Weise geschützt ist. Das heißt, ich kann dir auch einen Zettel ausfüllen, wo CO2-Zertifikat draufsteht. Und weil ich 10 Minuten die Luft angehalten habe, kannst du jetzt imitieren, was ich 10 Minuten nicht ausgeatmet habe. Oder so ein Quatsch. Das ist natürlich Blödsinn, aber prinzipiell geht das. Das ist alles also juristisch, rechtlich gar nicht geschützt. Und dementsprechend viel Unsinn kann man mit diesen Zertifikaten anstellen und ja, ne, also alles Mögliche da draus machen. Nur einzelne Begriffe wie zum Beispiel Bio wäre geschützt, aber wenn du ein biologisches CO2-Zertifikat ausstellst, das schon nicht mehr. Nur der Begriff, der Markenbegriff Bio sozusagen für biologische Landwirtschaft, was immer biologisch in dem Zusammenhang genau sein soll, ist auch schon wieder schwierig zu definieren. Aber egal, solche einzelnen Wortfetzen sind zwar geschützt, aber man kann sich da jede Menge Betrugskrempel einfallen lassen. Ja? Und da ist häufig so bei den Betrugsmaschen, dass die Wälder, die zur CO2-Speicherung sozusagen herangezogen werden oder verkauft werden als CO2-Speicher, noch gar nicht existieren. Das heißt, das muss erstmal noch gepflanzt werden. So, und wenn du dann zum Beispiel bezahlst für 10 Bäume, die gepflanzt werden, was je nach Land etwa 10 Cent pro Baum kostet, also sagen wir mal 1 Euro, wenn man das wirklich irgendwo im Nirgendwo bekaum Lohnkosten und so weiter und so fort macht, da kriegst du für 1 Euro wirklich schon sehr, sehr viele Bäume. Und dann berechnest du die Bäume so, als wären sie jetzt schon groß und hast quasi 1 Euro Investitionskosten, hast jemand anders aber 30 Euro abgeluchst, um dem sein CO2 auszugleichen und kannst das mit 1 Euro Investitionskosten locker tun, weil du ja so tust, als wären die Bäume, die du gerade gepflanzt hast, automatisch schon groß oder zumindest schon halbwegs groß. Und das ist halt hochgradig unrealistisch. In fast jedem Wald der Welt oder in fast jeder waldtragenden Region der Welt gilt, wenn du ein Bäumchen pflanzt, dann in einem Waldökosystem oder in einem potenziellen Waldökosystem, dann ist die Chance, dass dieses gepflanzte Bäumchen mal richtig groß und richtig alt wird, so etwa bei so 1-3% einzuordnen. Ne? Höchstens. Und das gilt auch nur für die hervorragend gepflanzten Bäume, die damit einen großen Startvorteil gegenüber Naturverjüngung, also die Bäume, die von alleine wachsen, bekommen, weil sie noch einen ganzen Wurzelballen mit Nährstoffen zum Beispiel unten dran haben und so weiter und so fort. Ja? Wenn das nicht der Fall ist mit dem Wurzelballen unten dran und man einfach einen nackten Baum, das ist zu vermuten, wenn er nur 10 Cent gekostet hat, dahin steckt, dann liegt die Chance, dass der mal groß wird, deutlich, deutlich geringer. Und im Zweifelsfall hat man dafür einen Euro im Grunde überhaupt kein CO2 gespeichert, ja, wenn es dumm läuft. Das ist Zufall, kann mal so ausgehen, aber ist auf jeden Fall dann nicht seriös. Und da gibt es Anbieter, die das eben so machen. Das sollte man dann entsprechend überprüfen. Ja, ich wusste nicht genau, wo ich es hinpacken soll. Irgendwo wollte ich ein Rechenbeispiel haben. Ich mache es jetzt einfach mal an die Stelle und an anderen Stellen wäre es vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Aber wir gehen jetzt mal einfach, weil ich die Zahlen für Deutschland besser kenne, am deutschen Wald mal ein bisschen durch, was wir denn für eine CO2-Speicherung mit einer Aufforstung hinkriegen und was das denn so ungefähr kostet und daraus resultiert dann, warum das im Ausland möglicherweise interessanter sein könnte. Also, angenommen, wir wollen einen neuen, tollen Wald anlegen. Betonung auf neu, weil sonst speichert der ja kein zusätzliches CO2, beziehungsweise tut er schon. Ein alter Wald, den man einfach stehen lässt, speichert ja weiter CO2, der wächst weiter und nimmt dann schon weiter was auf. Aber wir wollen ja eine zusätzliche Speicherung erreichen zu dem, was sowieso schon quasi verrechnet ist, dadurch, dass unser Wald ja immer weiter wachsen wird. Und für eine zusätzliche Speicherung brauchen wir eben auch einen zusätzlichen Wald. Deswegen machen wir eine Erstaufforstung auf 1 Hektar. Und zwar so einen richtig tollen zukunftsfähigen Wald, weil klar könnte man auch Fichte pflanzen, aber die hat halt eben keine Zukunft und dementsprechend sollte es dann schon was Gescheites sein. Das ist dann ein bisschen teurer. Zu den Preisen, die ich hier angebe, das ist ein mögliches realistisches Szenario,
Waldpreise variieren ganz stark, je nachdem, wo der hin soll, wie viel Eigenarbeit da erbracht wird, wie viel Mitarbeiter man sich da sozusagen einkauft, je nachdem, welche Baumart da angepflanzt werden soll, wie viel auf einmal, je mehr, desto günstiger, je kleiner die Fläche, desto anteilig höher die Kosten und. Das spielt also ganz viel eine Rolle, welchem Bundesland das sein muss. Zum Beispiel ist in Bayern die Arbeitskraft relativ teuer. Das wäre jetzt dann wahrscheinlich in Hintertupfingen dann wieder ein bisschen günstiger, wo auch immer Hintertupfingen eigentlich liegt. Egal. Aber ja, nur so ungefähre Zahlen. Ich hoffe, damit sind auch meine Kollegen aus der Praxis einigermaßen einverstanden, dass das sein könnte, dass ein Premium-Wertholzbestand mit Edellaubhölzern durchaus sie sowas kostet. So. Mit wenig Pflege dann allerdings, weil es uns ja nur um die CO2-Speicherung und nicht um besonders schöne Stämme geht. Gut, aber angenommen, wir wollen jetzt also so einen wunderbaren Wald anlegen, dann machen wir zunächst mal eine Pflanzung von Laubbäumen und da brauchen wir etwa 2.000 bis 3.000 Stück pro Hektar. Man könnte bei Nadelhölzern ein bisschen weniger nehmen, wenn man den Abstand zu denen relativ groß auslegt. Man hat früher auch noch mehr gepflanzt, aber ja, das ist so ein Kompromisswert, bei dem man auch davon ausgehen darf, dass man nicht unbedingt nochmal nachpflanzen muss und die Bäume eben auch einen pflegenden Einfluss aufeinander haben. Das heißt, man nutzt den Konkurrenzdruck, den die Bäume erfahren, dadurch, dass sie Nachbarn haben, die auch nach oben wachsen wollen. Und dadurch müssen sich alle beeilen, um sozusagen schneller nach oben zu wachsen. Und wer zuerst oben ist, hat gewonnen. Und dieses Wettrennen gäbe es nicht, würde man die Bäume mit einem riesen Abstand pflanzen, dann könnten die wachsen, wie sie wollen und müssten sich nicht anstellen, um besonders hoch zu werden, was dann im Alter dazu führt, dass das Gesamtvolumen des Baums begrenzter ist, als wenn er sich am Anfang erstmal für eine hohe Höhe sozusagen entscheiden muss und dann damit arbeiten kann, um insgesamt mehr Volumen, damit auch mehr Holz und damit auch mehr Kohlenstoff speichern zu können. Aber das nur mal so ganz, ganz grob. Drum etwa diese Zahl von 2.000 bis 3.000 Stück. Was für Baumarten, na, vor allen Dingen Eiche, ist auf jeden Fall was, was sicherlich dabei sein wird bei den meisten Anpflanzungen. Da kann man sich aber auch noch Edelkastanie vorstellen, vielleicht ein Spitzahorn, möglicherweise die Elsbeere, sowas in die Richtung, eventuell eine Hybridnuss wäre auch möglich, tatsächlich in einen Mischbestand integrierbar. Die Hybridnuss verträgt sich da vergleichsweise gut, insbesondere wenn man sie ein bisschen einzeln aufstellt. Also sehr viele verschiedene Baumarten und Vielfalt statt Einfalt und das alles nicht in Reih und Glied, sondern in einem schönen bunten Pflanzverband von Grüppchen hier, Grüppchen da, Grüppchen dort, wie es die Natur eben auch machen würde. Reih und Glied kommt so in der Natur nicht vor. So, und das heißt, wir haben da also ganz konkret für eine Eiche circa 2,50 € pro Baum für eine Containerpflanze. Containerpflanze bedeutet, die hat am Fuß, also um die Wurzel drumherum, noch einen kleinen Klumpen Erde, der in einem kleinen Containerchen, also im Prinzip ein Plastikblumenkübel, wenn man so möchte, drin sitzt. Und ja, das Plastik nehmen wir natürlich hinterher wieder mit nach Hause, wenn wir das Ding gepflanzt haben. Aber das führt dazu, dass der Baum mitsamt seiner gewohnten Wurzelumgebung sozusagen in der Baumschule ausgebuddelt ist und mitsamt seiner gewohnten Wurzelumgebung wieder eingebuddelt wird. Das reduziert den Schock für eine Pflanze, in deren Biologie es normalerweise nicht vorkommt, ausgegraben und wieder eingegraben zu werden, auf ein Minimum, erhöht den Anwuchserfolg und sorgt dafür, dass wenn der Baum alt werden soll, keine oder das Risiko für eine Wurzeldeformation durch falsche Pflanzung so gering wie möglich liegt, beziehungsweise durch Pflanzung allgemein. Pflanzung ist ja wie gesagt nicht vorgesehen in der Biologie eines Baumes. Der wächst aus einem Samen und wird nicht nochmal rausgerissen und umgesetzt, ne? Normalerweise. Das ist also auch wichtig für die hohe Qualität, die wir hier anstreben. Und das besorgt auch dafür, dass wir natürlich einen entsprechenden Arbeitsaufwand haben und eine forstliche Fachkraft, also sprich ein Forstwirt. Meistens wird man da vielleicht auch noch irgendwas nehmen, was noch ein bisschen günstiger als ein ausgebildeter Forstwirt mit allem drum und dran ist. Aber würde man einen richtigen Forstwirt nehmen, dann würde ich jetzt mal sagen, etwa 25 Pflanzen pro Stunde ist realistisch. Der soll auch nicht zu schnell arbeiten, weil sonst leidet die Qualität und drum ist das durchaus realistisch. Das bedeutet bei 2.500 Stunden durch 25 logischerweise 100 Stunden und eine Stunde kostet je nach Forstwirt und je nachdem, ob man den jetzt einstellt, ob man den nur kurzfristig beschäftigt,
ob man dabei Steuern zahlt oder nicht. Ja, wir reden hier von der Praxis und da mag das eine Rolle spielen, ne? Da sind wir dann also so bei 35 € Maximum und 25 € sagt das Internet, dass das auch schon mal gekostet haben soll. Ja, die 35 € sind noch aus dem Studium, da habe ich immer mit dem Wert rechnen sollen. Ich denke, in der Realität ist es häufig günstiger, aber unter 25 € werden wir auch nicht wegkommen. Und jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass uns die gesamte Pflanzung 2.500 € kostet, wenn wir die halt eben vom Profi machen lassen. So, und dazu jetzt also 2.500 Bäume mal 2,50 € sind 6.250 € für die ganzen Bäume, aber halt eben sehr gute, wie gesagt. Pflanzung vom Profi für 2.500 €, dann braucht man noch einen Zaun. Warum braucht man einen Zaun? Naja, wenn das lecker schmeckende Edellaubhölzer sind, die eben großes Potenzial haben, mal richtig tolle, klimaangepasste, langlebige und CO2 speichernde und zusätzlich auch noch schöne Bäume zu werden, dann schmecken die gut fürs Reh, für den Hirsch oder wer da halt sonst noch rumspringt. Und deswegen ist ein Zaun unabdingbar, da wir das Ganze ja ins Freiland stellen und im Freiland auch nicht so sehr bejagt werden kann, dass du quasi drei Hochsitze um die Fläche drumherum aufstellst und ständig alles niederballerst, was sich dem Wald nähert und so aussieht, als hätte es Hufe. Ne? Das ist keine Lösung, da muss ein Zaun her. Das geht bei Neuanpflanzungen von Wald nahezu nicht anders. Wüsste nicht, wie man das sonst machen soll. Das ist dann auch viel günstiger, als wirklich jedes Jahr hinzurennen und die ganzen einzelnen Bäumchen nochmal einzeln mit Einzelschutz zu schützen. Das kann man auch machen, aber wenn man es bezahlen muss, wenn man es nicht selber macht, man kann es natürlich auch selber machen, dann kostet es nichts. Aber dann muss man die Zeit haben und den Bock, oder eben um den Bock abzuwehren, haha. Und ja, aber nehmen wir mal an, wir bauen einen Zaun. Da sind realistische Preise nicht unter 2.000 € pro Hektar, ganz bestimmt nicht. 3.000 ist wahrscheinlich realistischer mit dem momentanen Preis, ja, Lage, in der sich die Bundesrepublik und der Rest der Welt befindet. Und ja, dann wollen wir noch ein bisschen was für die Pflege berechnen. Wenn wir da vieles selber machen, das ist dann nämlich was, was tendenziell eher selber gemacht wird. Und die Pflege auf ein Minimum beschränken, dann habe ich jetzt 1.500 € veranschlagt. Was sind jetzt diese Worte hier? Freischneiden, also kurz nach Pflanzung, das Gras, was danach auch hochwächst und droht, die jungen Bäume zu überwuchern, kann man vielleicht einmal mit dem Freischneider durchgehen, ganz vorsichtig, ein bisschen um die jungen Bäume drumherum, das Gras ein wenig zurückschneiden, ohne die jungen Bäume zu verletzen. Kann man machen, muss man nicht machen, ist in vielen Fällen, aber einmal zumindest das zu tun, durchaus sinnvoll. Stammzahlreduktion, weil die Bäume am Anfang zu dicht stehen, kann es sein, dass man in den frühen Jahren, wenn es einem zu dicht ist, hingeht und ein paar Bäumchen schon rausnimmt. Wenn nicht, macht man das deutlich später, nämlich in Form der Z-Baumauswahl, dass man also quasi rumrennt und circa 100 bei den hervorragenden Qualitäten, die wir anstreben, circa 100 Z-Bäume pro Hektar auswählt, die Zukunftsbäume sein sollen und diese dann fördert. Das bedeutet, man schneidet die Nachbarn weg oder man bringt die Nachbarn um, eins von beiden. Jedenfalls sind die dann weg und unser Z-Baum, der besonders schön, besonders vital vor allen Dingen und damit vielversprechend für eine lange Lebensdauer ist, der kann dann in Ruhe ungestört wachsen. Und wenn, da wir hier ja nicht anstreben mit unserem Wald furchtbar viel Geld zu verdienen, sondern einfach nur alte, dicke Bäume dastehen zu haben, die super haltbar und klimaresistent sind, war es das auch schon im Grunde, was an Pflegemaßnahmen sinnvoll ist. In einem Wirtschaftswald, wo man besonders schönes Holz erzielen möchte, schaut die Sache natürlich nochmal anders aus. Da wäre deutlich mehr Pflege notwendig, aber hier würde ich fast sagen, dass man das dabei belassen kann. Aber das ist eine ganz individuelle Angelegenheit und wenn das jemand anders sehen möchte von meinen Kollegen, die das zufällig sehen, dann gerne. Können wir auf jeden Fall diskutieren. Wohlgemerkt, für einen tollen Wald mit vielen Mischbaumarten etc. fällt dann 12.750 € je Hektar an und das ist schon teuer, ne? Und im Ausland kriegst du halt für einen Hektar Wald für ein Tausender
Teilweise auch sogar noch weniger, je nachdem, was das dann für ein Bäumchen in den Boden stecken und wegrennen Wald sein soll, den man halt dann quasi wirklich für miserable Lohnkosten, die dann immer noch ein guter Lohn für die Verhältnisse vor Ort darstellen und sehr, 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 sehr günstige Gewinnung des Saat- bzw. Pflanzgutes, da kannst du wirklich mit 10% von den Kosten vielleicht rechnen, wenn du das irgendwo im Nirgendwo sozusagen hinpflanzt. Ja. Gut, man muss es dann natürlich noch erstmal an den Ort kriegen, also vielleicht ein Fünftel der Kosten, aber das lohnt sich dann schon im Ausland. So, und jetzt ging es mir ja noch darum, dass die Bäume nur eine geringe Chance haben, überhaupt alt zu werden. Das haben wir ja schon gesagt, wir wollen ja nur 100 Altbäume haben. Einfach warum? Weil die brauchen Platz. Du kriegst auf einen Hektar nicht mehr als 100 Altbäume drauf. Teilweise kannst du auch sagen, ich nehme nur 80, damit die dann wirklich nochmal mehr Platz haben und nochmal größer und entsprechend auch alt und CO2 speichernd werden können. Das heißt, 2400 unserer gepflanzten Bäume werden sterben und das ist einkalkuliert, bis eben ein gewisses Baumalter erreicht ist. Und da die schon recht schnell ausfallen werden, gerade wenn wir wollen, dass unsere 100 Auswahlbäume möglichst schnell dick werden, dann müssen die ganzen anderen möglichst bald weg, damit dann auch der Platz da ist für die alten oder alt werden sollenden sozusagen, um groß zu werden. Und das heißt, wir haben recht bald einen Ausfall von 2400 Bäumen. Und da die ja noch jung sind, haben die vielleicht höchstens 200 Festmeter, die ganzen 2400. Und so ein Festmeter, der speichert ganz grob eine Tonne CO2, also es ist relativ einfach, ne? Wiegt ungefähr 500 Kilo, je nach Holz, speichert aber eine ganze Tonne. Das liegt daran, dass die Hälfte vom Holz ist Kohlenstoff. Das heißt 52 Kilo Kohlenstoff. Den kannst du mal 3,1 irgendwas, nee, mal 3, was weiß ich, rechnen, um auf die CO2-Gehalt zu kommen. Das haben wir woanders mal ausgerechnet. Das möchte ich jetzt hier nicht nochmal vorführen. Und dann kann man ganz grob sagen, dass eine Tonne Hartholz, Quatsch, ein Kubikmeter Hartholz ungefähr eine Tonne CO2 beinhaltet. Das hängt sehr von der Baumart ab. Aber damit hätten wir jetzt 200 Tonnen CO2 und der Verbrauch von 20 Deutschen pro Jahr in etwa, ganz, ganz grob. So, das ist nicht schlecht für nur in Anführungszeichen einen Hektar Wald. Aber wenn man bedenkt, wie viele wir sind in einem dicht besiedelten Land und wie wenig Platz für zusätzliche Hektare von Wald wir haben, ist das auf keinen Fall eine Lösung. Jetzt sind aber nicht nur die 200 Tonnen, sondern der Rest vom Wald wächst ja auch noch weiter. Unsere 100 Altbäume wachsen ja auch noch weiter. Und wenn wir ganz viel Glück haben, werden die im Alter 150, vielleicht 1000 Kubikmeter Holz gespeichert haben. Das sind dann also nochmal 1000 zusätzliche Tonnen CO2. Wir kommen also auf insgesamt 1200 Tonnen CO2 und das ist dann immerhin der Verbrauch von 120 Deutschen pro Jahr, der nach 100 Jahren aus unserem Wald rausgekommen ist. Das heißt, wir haben in den 100 Jahren, die unser Wald brauchte, um 120 Tonnen CO2 zu speichern, haben unsere 120 Deutschen, die wir damit sozusagen für ein Jahr kompensiert haben, weitere 99 Jahre jeweils die Gesamtmenge, die an Kohlenstoff in unserem ganzen Wald steckt, nochmal ausgestoßen. Soll heißen, ich sage das deswegen, einfach damit man sich klar wird, Wald ist ein toller CO2-Speicher, er bereichert die Artenvielfalt und die Biodiversität beim CO2-Speichern und ist eigentlich nur positiv. Nichts spricht dagegen, fast nichts, außer wir, dazu kommen wir aber nachher noch mit dem Ben vor Ort. Nur reicht er halt hinten und vorne nicht aus, wenn man jetzt den deutschen Pro-Kopf-Ausstoß, den durchschnittlichen, als Basis nimmt. Für einen Inder würde das funktionieren. Ja, da geht das, ne? Ein Inder braucht ein Zehntel von den Ressourcen, die wir so rauskloppen, und damit würde die Rechnung sogar aufgehen. Insbesondere da ein indischer Wald schneller wächst als ein deutscher Wald. Also in Indien könnte man quasi für die Gesamtbevölkerung voraussetzen, man hätte den Platz, hat man natürlich nicht, durch zusätzlichen Wald den gesamten CO2-Ausstoß von Indien kompensieren. In Deutschland
hoffnungslos. So, und deswegen müssen wir eben unseren Wald, den wir brauchen, um unseren CO2-Ausstoß zu kompensieren, nach sonst wo sozusagen auslagern, vorzugsweise in die Tropen, weil er da schneller wächst und noch schneller CO2 speichert. Und das ist dann natürlich ein Geschäft. Ja? Da kannst du dann richtig CO2 anbieten. Und was das jetzt für Konsequenzen hat, darauf kommt man dann im weiteren Verlauf dieses Beitrages natürlich noch zu sprechen. Jedenfalls liegt die Überlebensquote unserer Bäume in Deutschland bei bester Pflege und nach bestem Wissen und Gewissen bei ca. 3%. Bei irgendwelchen halb dubiosen Aufforstungsprojekten in, keine Ahnung, meinetwegen, in Brasilien zum Beispiel, hast du da noch 1%. Wenn überhaupt, teilweise auch schlechter, je nachdem, wie das läuft. Und darum ist es auch so wichtig, dass seriöse Aufforstungsanbieter, wie zum Beispiel eben diese Klima-App, die ich da schon vorgestellt habe, die macht das schon seriös, ja. Die hätte im Angebot, dass sie nur den Wald berechnet, der tatsächlich dasteht. Das heißt, die sagt nicht, wir pflanzen dir 10 Bäume. Und von denen ist die Chance, dass überhaupt irgendeiner jemals irgendwas speichert, relativ gering. Aber du hast mich trotzdem dafür bezahlt und wir rechnen dir das CO2 trotzdem an, obwohl es nie gespeichert worden ist. Das machen die Klima-App-Leute zum Beispiel nicht, sondern ganz seriös, dass sie nur das verkaufen, was sie auch wirklich, wirklich haben, was bereits gewachsen ist. Und dann ist da auch nichts dran auszusetzen. Oder Atmosphäre oder Prima Klima ist, glaube ich, auch noch ganz gut, um mal ein paar Namen zu nennen. Ja? So, aber jetzt wirklich zurück zum Ben vor Ort. Sorry, dass das jetzt hier so ein langer Exkurs geworden ist, aber das wollte ich einfach noch zwischenschieben zum Verständnis, damit man dann auch das große Ganze besser, bisschen besser kapiert vielleicht. Außerdem muss es eine zusätzliche Baumpflanzung sein. Teilweise wird auch einfach berechnet, dass irgendjemand sowieso vorhat, Bäume zu pflanzen. So nach dem Motto, ein Grundstücksinhaber stellt fest, ja scheiße, ich könnte hier eigentlich mal ein paar mehr Bäume pflanzen und kommt dann auf die glorreiche Idee, haha, Moment mal, wenn ich doch eh Bäume pflanzen will, dann kann ich doch mal gleich das CO2 der Bäume, die ich da jetzt pflanzen werde, doch jetzt auch nochmal verhökern an irgendwen, der blöd genug ist, mir dafür Geld zu zahlen. Und in dem handelt es sich um keine zusätzliche Maßnahme, die nur durch das gezahlte Geld überhaupt möglich geworden ist, sondern die werden eh gepflanzt worden und da lässt sich jetzt die Pflanzung halt zusätzlich beziehungsweise halt einfach von dir bezahlen und du denkst, du hättest damit was Gutes fürs Klima getan, ne? Da ist auch was Gutes fürs Klima entstanden, aber es wäre halt auch ohne dein Geld entstanden und das ist dann natürlich auch wieder nicht gerade seriös, ne? Außerdem wird häufig eine Doppelberechnung des CO2s der Bäume, die da jetzt stehen, vorgenommen. Das heißt, die Nation, zum Beispiel Südafrika, guckt sich jetzt mal an, was haben wir denn an Wald? Bisschen was haben sie, nicht viel. Und das enthält so und so viel CO2. Und das stellen wir jetzt unter Schutz. Und dafür haben wir jetzt unseren nationalen CO2-Ausstoß drastisch reduziert, weil ab sofort unsere südafrikanischen Wälder das CO2 nur noch assimilieren und wir fällen keine Bäume mehr. Nur angenommen, das ist natürlich Quatsch. So, wenn jetzt zusätzlich noch jemand hingeht und sich ein Stück Wald in Südafrika kauft und sagt, diesem Stück Wald, das schützt er jetzt und berechnet dann dafür nochmal das CO2 und verhökert das, dann ist dieses CO2 ja aber auch schon von Südafrika quasi geltend gemacht worden und auch schon aus dem weltweiten CO2-Pool abgezogen worden und kein Baum in Südafrika steht noch zur Verfügung, um nochmal irgendwie für jemanden Privates sozusagen berechnet zu werden. Aber das ist nur ein Beispiel. Fälle von Doppelberechnung gibt es ganz, ganz viele. Ja, theoretisch sogar ein Stück weit in Deutschland, dass die Leistung, die Assimilationsleistung unserer Wälder, die ja eh immer stattfindet, ne, die wird vom Staat schon veranschlagt, um den nationalen CO2-Ausstoß von Deutschland eben quasi zu berechnen, beziehungsweise es wird abgezogen, was unsere Wälder aufgenommen haben. Und wenn jetzt irgendein Privatmann in seinem Privatwald jetzt meint, zusätzlich noch CO2-Zertifikate verkaufen zu können, dann geht das nicht, weil das ist ja schon berechnet für Deutschlands nationalen CO2-Ausstoß. Er müsste also, wenn schon, auf einer Fläche, die vorher kein Wald war, zusätzliche Bäume pflanzen und so weiter. Hat man schon drüber geredet. Ja? Also es ist schon ein bisschen sehr kompliziert und es ist sehr schwierig, da durchzublicken, wer denn jetzt ein seriöses Angebot hat und wer nicht. Ne?
Ja, und dazu gibt es halt eben auch quasi keine verlässlichen internationalen Standards, wie das jetzt zu dokumentieren oder nicht zu dokumentieren und so weiter und so fort ist. Das macht das Ganze also nochmal ein bisschen komplizierter. So, aber jetzt nehmen wir mal an, wir haben es mit einem sehr seriösen Anbieter zu tun, der tatsächlich die Bäume wirklich schon vor langer Zeit gepflanzt hat und genau das CO2 zusätzlich gespeichert hat, was er jetzt auch verkauft. Das ist also alles seriös, hat Hand und Fuß und alles ist gut. So, dann bleiben aber immer noch ein paar Fragen offen. Und die erste, die man da stellen muss, beziehungsweise die erste Sache, die man da wissen muss, alle Unternehmen, die CO2-Ausgleich sozusagen anbieten, die haben zwei Methoden derzeit in etwa, mit der sie diesen CO2-Ausgleich anbieten. Methode 1 ist Bäume pflanzen. Ja, das ist die billigste und gleichzeitig derzeit noch effizienteste, also am meisten CO2-Speicher für eingesetztes Geld, Methode, die die Welt gerade kennt. Ja, momentan noch. Das mag sich irgendwann mal ändern. Vielleicht sind irgendwann mal Direct Air Capture Verfahren effizienter. Momentan sind die saumäßig teuer. Das heißt, du saugst mit einem Staubsauger CO2 aus der Luft und speicherst es irgendwo im Boden oder wo auch immer, im Meer, theoretisch auch möglich. Kann man machen. Kostet aber so viel Energie, dass du quasi mehr CO2 rausboosten musst, um CO2 wieder reinzubekommen. Das ist also noch viel zu ineffizient. Und wenn man es mit grüner Energie macht, dann ist es noch viel zu teuer. Man hockt zum Beispiel auf Island oder Norwegen mit Wasserkraft oder sowas in die Richtung. Aber in Deutschland wäre das zum Beispiel derzeit überhaupt nicht vorstellbar, das irgendwie wirtschaftlich interessant umsetzen zu können. Ne? Also das ist Möglichkeit Nummer 1. Bereits emittiertes CO2 wieder speichern, das als Service anbieten. Ja? Möglichkeit Nummer 2, das macht zum Beispiel Atmosphäre, die häufig mit irgendwelchen Airlines kooperieren, um Flüge auszugleichen. Die wollen gar nicht bereits emittiertes CO2 wieder aufnehmen, also wieder einspeichern sozusagen, sondern die wollen mit den Maßnahmen, die sie unterstützen, weitere Emissionen reduzieren. Und das ist ein Stück weit die bessere Idee, weil was du vermieden hast, dass es ausgestoßen wurde, das ist langfristig tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo es vermieden wurde, nicht ausgestoßen worden. Was du gespeichert hast, kann auch hinterher aus dem Speicher wieder entweichen. Deswegen ist das immer nur der zweitbeste Weg. Vermeidung ist immer der Kompensierung vorzuziehen, weil, wie gesagt, die Kompensierung heißt, das CO2 ist schon da, es ist jetzt halt woanders. Und niemand kann dir hundertprozentig garantieren, dass es nie wieder in der Atmosphäre landet. Und hast du es vermieden, ist es nie entstanden. Beziehungsweise entstanden ist es schon, es ist schon irgendwo unterwegs, aber ist es halt nie in der Atmosphäre gelandet. So rum. Ja? Daher Vermeidung wirklich immer das Bessere. Was Atmosphäre zum Beispiel, also ich habe mit denen keinen Kontakt oder sowas, aber was die sehr seriös und sehr glaubwürdig sagen zu tun, ist zum Beispiel Öfen zu verkaufen. Eben nicht zu verkaufen, sondern zu verschenken. Die produzieren also einfache Öfen, die in Ländern, die mit Holz normalerweise kochen, also einfach am Holzfeuer, ganz normal, wie wir das bushcraftmäßig im Walde, bei einer legalen Feuerstelle natürlich, auch tun würden. Und ein Ofen, der das erheblich effizienter hinbekommt, weil er den Holzverbrauch um 80% senkt, das ist übrigens eine Idee, die ist uralt. Das war schon vor meinem Studium. Was viel diskutiert wurde, war dann während meines Studiums dann die tolle Idee zur Verbesserung der Bedingungen vor Ort im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit bei Waldthemen. Ja? Und jetzt ist es halt das, was Atmosphäre auch inzwischen schon seit Jahren hauptsächlich macht, nämlich eben solche Öfen verteilen. Das ist für die Leute vor Ort angenehmer, die nutzen diese Öfen auch. Warum? Naja, ganz einfach, da müssen sie weniger Holz in der Gegend rumschleppen. Ja, und jeder ist irgendwie zumindest so faul, dass wenn er eine Möglichkeit hat, bequemer, effizienter, mit weniger Rauch, mit weniger Rumrennen, um Holz zu sammeln, daheim zu kochen und wirklich einfach in jeder Hinsicht besser, und es kostet dich nichts, ja, dann machst du das auch. So, also das ist super, weil damit hast du wirklich konkret, kannst du sagen, den Durchschnittsverbrauch einer Familie in ja, einem Land, wo noch viel mit Holzfeuer gekocht wird, hast du um 80% reduziert. Wenn das eine große Familie ist, ist das wirklich ein Batzen. Ja? Also die meiner Meinung nach bessere Lösung. Aber wenn das halt nicht zur Verfügung steht, dann muss man halt eben Bäume pflanzen. Und insbesondere beim Bäume pflanzen, damit werden wir uns jetzt ein wenig beschäftigen, sobald ich mich um meine Nase gekümmert habe.
Denn mit outgesourcten Aufforstungsprogrammen, ne? Also Industrieländer forsten woanders auf, wo eben nicht ein Industrieland ist. Zug. Das nennt man auch, beziehungsweise generell jede Auslagerung von Dingen, die durch unseren nicht nachhaltigen, übertriebenen, wenn man das so sehen will, Lebensstil an Ökokosten entstehen. All das würden wir gerne auslagern in Länder, in denen diese Ökokosten nicht entstehen, die entsprechend viel Kapazität hätten, quasi Ökokosten aufzunehmen sozusagen, weil man da eben in relativer oder zumindest recht großer Armut lebt und Armut damit einhergeht, dass man halt eben gar kein Geld hat, um unnötig viel CO2 rauszuhauen, ne? Zum Beispiel durch SUV fahren oder ähnliches. So, und diesen Prozess, dass wir unsere Umweltsünden einfach auf wen anders abwickeln und dem dafür ein kleines bisschen Geld geben, wohlgemerkt nur ein kleines bisschen, das wird gerne als Neokolonialismus bezeichnet. Ja, im Grunde soll der Rest der Welt, der nicht in Saus und Braus lebt, jetzt unseren Dreck versorgen und für uns quasi Ablassarbeit leisten. Das hat ein Geschmäckle. Ne? Für viele Leute hat das ein Geschmäckle und ich möchte das Thema jetzt auch gar nicht allzu weit aufmachen, weil das eben sehr viel mit Gerechtigkeit, Ethik und Moral zu tun hat und jetzt weniger mit naturwissenschaftlichen Fragestellungen. Und dafür bin ich kein Experte für Ethik, Moral, Gerechtigkeit und so weiter und so fort. Für mich fühlt es sich schon immer so ein bisschen an. Weiß nicht, wie euch das geht und wenn ihr dazu was in die Kommentare schreiben wollt, bitte gerne. Es ist in jedem Fall ein wichtiger Punkt, den man in dieser Debatte mal genannt haben muss. Auch, wie gesagt, wenn ich das jetzt abkürzen wollen würde. So, dann wäre als nächstes zu erwähnen, so ein CO2-Zertifikate ausgleichen lassen Projekt. Kostet eben momentan echt noch nicht allzu viel Geld, wenn man seinen kompletten monatlichen CO2-Ausstoß sozusagen bei der Firma, bei der Firma Klima mit der Klima-App ausgleichen lassen möchte, dann kostet das zumindest in einem Beispiel, das beim Kanal Dr. Watson mal veröffentlicht wurde, die auch eine Kooperation mit dieser Klima-App gehabt haben oder haben, weiß ich nicht. Und da kostet das dann irgendwie 10,30 Euro, weiß ich nicht, irgendwas mit 10 Euro. So, und jetzt ist das übrigens auch der Grund, weshalb ich dieses Video überhaupt mache, die Frage, ja Moment mal, wenn du deine kompletten CO2-Emissionen eines Monats für nur 10 Euro irgendwas ausgleichen kannst, warum zahlt dann nicht jeder Mensch 10,31 Euro im Monat oder die Regierung zahlt für jeden Bürger 10,31 Euro im Monat und schwuppdiwupp, sämtliche CO2-Emissionen der Welt sind ausgeglichen und in anderen Ländern, wo weniger CO2 emittiert wird, wären es ja auch nicht 10 Euro, sondern 1 Euro oder irgendwie sowas um den Dreh. Das Doofe ist, das funktioniert deswegen nicht, weil die Kosten für CO2 wieder aufnehmen und oder vermeiden sind jetzt noch wahnsinnig niedrig, weil jetzt noch alle sehr, sehr, sehr günstig. Guck mal, Eiszapfen. Ah, ich mag Eiszapfen. aber jetzt noch stehen alle, quasi wirklich alle erdenklichen Projekte zur Verfügung. Und man fängt natürlich mit den einfachsten, beziehungsweise mit den am meisten CO2-Speicherung pro eingesetztes Geld Projekten fängt man an. Ja, und das kann eben zum Beispiel sein, für 30 Euro einen Blechofen zusammenbauen und den eben zum Beispiel in Afrika verteilen. Ja, und wenn dann irgendwann jeder einen Blechofen hat, da muss man sich was anderes einfallen lassen, was jeder afrikanische Haushalt, arme afrikanische Haushalt, sind sie ja längst nicht alle, als nächstes bekommen soll, damit sich die CO2-Effizienz der Haushalte erhöht. So, und da fällt mir spontan jetzt auch schon gar nichts mehr ein, weil da gibt es nichts anderes. Das mit diesem Ofen, das war wirklich eine glorreiche Idee und das ist auch super effizient und es ist toll, wenn bald ganz Afrika hoffentlich so einen Ofen da hat und am besten noch Südamerika und jedes andere Land in Teile Indiens, Nepal, was auch immer, die so einen Ofen brauchen können, die mögen alle so einen Ofen bekommen. Das wäre super, ja. Aber
Irgendwann sind diese Öfen verteilt und dann müssen wir uns, wie gesagt, eine viel teurere Methode einfallen lassen, weil als nächstes wäre es zum Beispiel sinnvoll, wenn die Heißwasser zum Duschen herstellen könnten, in dem Sinne einen Sonnenkollektor auf dem Dach haben. So, und jetzt ganz Afrika Sonnenkollektoren aufs Dach zu bauen, das ist jetzt nicht mehr billig. Ja? Das kostet jetzt pro Familie nicht mehr 30 Euro, sondern 300 oder was. Und schwuppdiwupp steigen die Kosten pro vermiedenes CO2 massiv an. Und deswegen kann man eben nicht diese günstigen Preise, die es jetzt noch gibt, jetzt wo die Welt noch scheiße ist, nicht vergleichen mit denen, wenn sie schon ein wenig besser geworden ist. Es sind Grenzkosten schlicht und ergreifend, die hier zum Tragen kommen. Je besser man schon ist, desto teurer wird es, noch besser zu werden, vorsichtig formuliert. Ja? Oder wenn ihr euch Zelte anguckt, ihr kriegt für 50 Euro ein Zelt, damit könnt ihr schon mal draußen pennen. Ja, das ist gerade so möglich, würde ich sagen. Für 100 Euro kriegt ihr schon ein Zelt, damit könnt ihr ganz häufig draußen pennen. So, wollt ihr jetzt ein sehr gutes Zelt haben, dann seid ihr bei 300, 400, 500 Euro. Und wenn ihr ein richtig, richtig tolles Zelt haben wollt, dann seid ihr bei 1000 Euro aufwärts. So, jetzt ist das 1000-Euro-Zelt natürlich toller als das 100-Euro-Zelt, aber ist es 10-mal so toll? Nö. Ja, es nähert sich nur immer mehr der Perfektion an. Und je näher man der Perfektion kommt, desto teurer wird es quasi, aus einem eh schon sehr guten Produkt oder sehr guten System ein nochmal tolleres System zu machen. Und so ist es eben auch mit den Kosten für CO2-Vermeidung bzw. Speicherung. Das wird immer teurer, je mehr Speicher auch schon belegt ist. Zum Beispiel, jetzt hast du noch 1000 Hektar verfügbare Fläche, auf der du neuen Wald anlegen könntest. Du suchst dir natürlich aus diesen 1000 Hektar für die ersten 100 und auf denen du wirklich einen Wald anlegen willst, die 100, die direkt an der Straße sind, wo du mit dem Auto bequem hinkommst, wo du bequem pflanzen kannst, wo du nicht weit laufen musst, um neue Jungpflanzen zu holen, da irgendwo in den Boden zu stecken und so weiter. Bist du irgendwann bei den letzten 100 Hektar, hinten im letzten Eck, am Hang, an so einem Hang von mir aus, bist du dann an so einer Fläche angekommen und willst da einen neuen Wald anlegen, dann betragen die Pflanzkosten so ungefähr das Zehnfache von dem, was du für die ersten 100 Hektar gezahlt hast. Also einfach solche Überlegungen ganz praktisch führen dazu, dass das jetzt noch billig ist, es aber niemals bleiben würde, wenn wir da versuchen, riesige Mengen an CO2 auszugleichen. Wollte man den CO2-Ausstoß der ganzen Welt ausgleichen, ist das vermutlich eben unmöglich, außer man glaubt dem Kauterlab in Zürich. Die haben das mal ausgerechnet in einer sehr viel diskutierten, auch sehr spannenden, und das war eine tolle Studie und man musste da viel drüber diskutieren. Ich will mich da auch gar nicht beschweren, aber da wurde sehr viel diskutiert, inwiefern man nicht den kompletten CO2-Ausstoß der Menschheit durch Aufforstungsprojekte kompensieren könnte, weil ja, wenn die Erde wärmer wird, ein Haufen Landfläche, die heute noch gar nicht waldfähig ist, weil zu kalt, dazu kommt, die man später dann bewalden könnte, wenn es wärmer geworden ist. Und wenn man das tut und da überall Wald hinstellt, also quasi komplett die Nord-USA, Kanada, Alaska, Alaska auch Nord-USA natürlich, und Sibirien aufforstet, dann plus den Regenwald wiederherstellt, wo er vorhanden, abhanden gekommen ist, und das eben als Weltgemeinschaft bezahlt, dann könnte man den gesamten CO2-Ausstoß der ganzen Welt kompensieren, ohne irgendwo was einsparen zu müssen. Das heißt, ohne auf fossile Energieträger in der Zukunft zu verzichten. Es dürfte nur nicht noch mehr werden, was wir an fossilen Energieträgern verbrennen. Klingt toll. Rein rechnerisch gesehen würde das erstmal auch funktionieren, aber die Rechnung hat natürlich ein paar Haken, beziehungsweise da gibt es ein paar Fehler. Da wird zum Beispiel nicht berücksichtigt, dass das Aufforsten von Sibirien, was so eine große Landmasse ist, die Albedo von Schnee, also das Reflexionsvermögen von Schnee bei eintreffender Sonne, massiv reduzieren würde. Weil eine geschlossene Schneeschicht, die ist jetzt nicht mehr ganz geschlossen, da hätte ich nochmal früher dran sein müssen, reflektiert 99% der ankommenden Energie. Das heißt, ein Lichtstrahl kommt hier auf den Schnee, pling, macht er und ist wieder weg, 99% davon, und heizt nichts auf. Ja, wäre das hingegen ein Wald da hinten,
der reflektiert gerade mal 30%, je nach Wald, manchmal auch 50% der ankommenden Energie. Und das macht einen riesen Unterschied. Und die enorme Schneefläche, die Sibirien im Winter darstellt, ohne Wald, ne, der nicht bewaldete Teil Sibiriens, ist für den Energiehaushalt der Erde aufgrund der enormen Reflexionswirkung der ankommenden Strahlung echt relevant. Ja, obwohl da nur wenig Tag ist, ist trotzdem enorm relevant. Und da der Schnee ja auch nur sehr langsam schmilzt in den Sommer hinein oder zumindest früher mal sehr langsam geschmolzen ist in den Sommer hinein, sind das Dinge, die in dieser Studie halt nicht berücksichtigt wurden zum Beispiel. Und deswegen stimmen die Zahlen auch nicht ganz. Das hätte man mit einbauen müssen. Was aber richtig ist, man könnte durch rigoroses Aufforsten, was natürlich auch wieder politisch völlig unrealistisch ist. Putin hat wahrscheinlich keinen Bock, dass die ganze Welt in Russland jetzt Bäume pflanzt. Ja? Aber theoretisch könnte man durch Aufforsten einen Großteil der globalen CO2-Emissionen kompensieren. Jetzt habe ich hier ein auf der Kamera einen Fleck, jetzt nicht mehr. Wenn man das dann politisch umgesetzt bekommt und das wollte, und dann wäre die Welt schon mal ein deutlich besserer Ort. Wir hätten als positiven Nebeneffekt auch erheblich mehr Wald. Ich denke, die meisten Zuschauer meines Kanals werden mir beipflichten, dass das jetzt nicht die allerschlimmste Sache wäre, ne? So, also theoretisch ja, praktisch wird es irgendwann sau teuer. Ja. Außerdem, wenn wir einen Haufen CO2 dadurch kompensieren, dass wir Bäume pflanzen, dann bedeutet das, dass wir irgendwann Bäume auch dahin pflanzen, also in Landschaften, die normalerweise gar keinen Wald tragen würden. Ja, die Rechnung vom Kauter Lab, die hat mit einberechnet, dass man nicht landwirtschaftliche Nutzflächen von landwirtschaftlicher Nutzfläche zu Wald umwandelt, weil das wäre ja völlig unrealistisch, sondern sie haben nur zur Verfügung stehende Flächen, auf denen gerade nichts anderes ist, sozusagen in ihre Berechnung mit einbezogen, soll heißen, rein technisch gesehen gäbe es auf der Welt noch reichlich Flächen, die man theoretisch bewalden könnte, auf der bisher kein Wald stand. Dass da bisher kein Wald stand, wenn es nicht an Landwirtschaft oder Versiedelung oder sonstigen menschgemachten Faktoren lag, dann stand da bisher kein Wald, weil da kein Wald wachsen konnte. Wald setzt sich immer durch, sobald er wachsen kann. Natürliche Prozesse. Ne? Kann er nicht wachsen, dann ist da was anderes. Das andere, was da jetzt seit Jahrtausenden, Jahrzehntausenden, Jahrhunderttausenden, je nachdem welches Beispiel wir uns angucken, gewesen ist, ist ein vollständig natürliches Ökosystem oder zumindest sehr, sehr nah dran, ein natürliches Ökosystem zu sein, hat eigene Pflanzen, eigene Tiere, eine ganz eigene Natur, und wenn wir da jetzt einen Wald hinpflanzen, dann zerstören wir das ursprünglich vorhandene natürliche Ökosystem, das halt mal eben kein Wald gewesen ist. Das ist also ja fürs Klima eine Möglichkeit, fürs Artensterben wäre es beschissen. Für allgemeinen Natur- und Umweltschutz wäre es auch ziemlich beschissen. Das ist ohnehin ein großes Problem. Klimaschutz und Naturschutz widersprechen sich häufig. Ja? Dass die Maßnahme, die es viel CO2 binden würde, nicht unbedingt eine Erhöhung der Artenzahl mit sich bringt oder in manchen Fällen sogar eben kleine Aussterbeprozesse weiter befeuern wird. Ist scheiße, ne? Wenn wir hingegen den Klimawandel nicht aufgehalten bzw. nicht auf eine vernünftige Geschwindigkeit reduziert bekommen, um es mal korrekt zu formulieren, dann wird ganz vieles sowieso aussterben. Daher ist die Rechnung meiner Meinung nach meistens so, dass man schon Klimaschutzprojekte über Arterhaltmaßnahmen stellen sollte, so dann das Klimaschutzprojekt wenigstens sehr effizient ist. Dann kann das auch mal weiteren Artenverlust rechtfertigen, weil wie gesagt, mit ungebremstem Klimawandel kriegen wir den sowieso. Ja, vielleicht andere Arten, aber Artenverlust werden wir mit Sicherheit massiv bekommen. Ja, aber das ist ein Widerspruch. Ne? Ja, Albedo-Problem habe ich angesprochen, dass wir großflächig Wald auf Nicht-Wald-Ökosysteme nicht draufstellen können, haben wir gerade angesprochen. Und dann ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, wenn du nur durch Wald versuchst, bereits stattgefundene CO2-Emissionen zu kompensieren, ja,
dann sollte dieser Wald, in dem das CO2, was du gerade emittiert hast, ja jetzt steckt, im besten Fall ist der Wald sogar schon gewachsen. Wenn nicht, wächst er dann ja später hoffentlich dann sehr bald. Dass es also zeittechnisch nicht allzu weit auseinander liegt, die Emission und die Speicherung. Dieser Wald ist ein fragiles Ökosystem. Ja? Nur weil da jetzt ein Wald steht, heißt das ja lange nicht, dass da in 50 Jahren immer noch ein Wald stehen muss. Und gerade eben, wenn wir scheitern sollten oder zumindest anteilig scheitern sollten, die globale Erwärmung in ihrer Geschwindigkeit so weit zu reduzieren, dass das Ökosystem noch anpassungsfähig bleibt, dann ist es nämlich nicht mehr anpassungsfähig. Und das heißt, dann werden möglicherweise frisch gepflanzte, eher labile Wälder, also man kann natürlich auch sehr gute Wälder pflanzen, aber das wissen wir noch nicht hundertprozentig, was wir da genau pflanzen sollen. Das können wir auch nicht wissen, weil sowas gab es ja noch nie wie jetzt bisher. Aber angenommen, wir haben dummerweise den falschen Wald gepflanzt, im besten Wissen und Gewissen. Und jetzt fällt uns dieser Wald wieder um und verrottet fröhlich vor sich hin. Das Holz ist auch nicht wirklich nutzbar oder bestenfalls verheizen wir das Holz noch, sparen damit ein bisschen fossile Energieträger ein, weil wir, wenn wir mit Holz heizen, zumindest mal nicht mit Kohle heizen müssen, was gut ist. Aber ein Großteil des gespeicherten CO2s, was ja als Gegenwert für gemachte Emissionen gedacht war, ist jetzt wieder in der Atmosphäre. Das heißt, wir haben nicht nur unseren Flug getätigt und das CO2 emittiert, wir haben auch später den Speicher, in dem das eigentlich drinstecken sollte, auch emittiert. Ja? Und damit ist es halt für den Eimer sozusagen. Und das ist das große Risiko, dass Wälder eben kein beständiger Speicher sind. Sie sind der billigste, sie sind der am einfachsten umzusetzende, sie haben einen Haufen positive Nebeneffekte, es ist halt ein Wald, das ist was Gutes, ja, muss ich auch niemandem erzählen, aber sie sind fragil. Ja. Wie fragil ist unterschiedlich. So gesehen kann man dann also auch überlegen, ob man vielleicht statt neue Wälder anzulegen, lieber eben die Entwaldung von bereits vorhandenen, sehr stabilen Wäldern, die, wenn man sie schützt, ja auch weiter wachsen und damit weiter CO2 aufnehmen. Ob man nicht sowas kleinteilig auch mal unterstützen möchte, sollte man auf jeden Fall tun, keine Frage. Ne? Aber vielleicht nicht da eventuell sogar den Fokus drauf legt. Wie kann man jetzt vermeiden, dass ein fragiler Wald, den man nur zu CO2-Speicherzwecken angelegt hat, umfällt und das CO2 wieder frei wird? Man nutzt ihn. Ja, das wäre eine Möglichkeit, dass man ihn einfach regelmäßig umschneidet, den nächsten Wald wieder hochwachsen lässt, umschneidet, den nächsten Wald hochwachsen lässt, umschneidet. Und was man da umschneidet, das ist ja CO2, Holz. Ne? Und wenn man das jetzt schafft, dieses dann nachhaltig irgendwo zu verbauen, damit es über lange Zeiträume, dafür bräuchte man auch ein Bauprojekt, das auch lange hält. Das haben wir derzeit auch nicht. Die durchschnittliche Lebensdauer eines Hauses, wie sie heute gebaut werden, reicht eigentlich nicht für eine nachhaltige Zukunft. Bräuchten wir Häuser, die länger halten. Oder, und da ist die Holzarchitektur dran, da war ich mal bei einem sehr interessanten Treffen in Stuttgart, wo mir das auch ein paar praktizierende Holzarchitekten aus der Praxis sehr interessante Ideen zu mitgeteilt haben. War ein tolles Gespräch. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Und die arbeiten immer mehr an wieder ausbaubaren Hausbauteilen. Aus Holz, wohlgemerkt. Soll heißen, steht das Haus, das sie gerade aus Holz gebaut haben, jetzt aus irgendwelchen Gründen hinterher doch am falschen Ort, dann muss man es nicht mit der Abrissbirne klein machen und dann hast du einen Haufen Schutt, sondern du kannst es dann Lego-haustechnisch wieder auseinandernehmen, sämtliche standardisierten Bauteile zum Hausbau aus Holz einfach wieder rausnehmen, auf den Anhänger packen, zum nächsten Baustelle fahren und dasselbe Haus wohl möglich, an derselben Stelle fast ohne neuen Ressourceneinsatz wieder aufbauen und damit bleibt das CO2 quasi weiterhin langfristig gespeichert. Wenn man das alles super clever löst, mit modernster Technik, mit modernstem Know-how, ja kein Wasser ans Holz rankommen lassen, blablub und so weiter und so fort, dann ist das theoretisch möglich, dass so ein Haus, auch wenn es umziehen muss sozusagen, über sehr, sehr lange Zeiträume funktioniert und das CO2 über denselben sehr, sehr langen Zeitraum eben in diesem Haus gespeichert werden kann. Ja? Also das wäre
auf dem Weg zur nachhaltigen Zukunft durchaus eine ganz, ganz tolle Perspektive. Und das war wahnsinnig spannend, eben dieses Gespräch. Ich konnte ein bisschen was Forstwissenschaftliches beitragen. Und die beiden Architekten bzw. Holzbauer eben dann ein paar Dinge aus der Praxis. Wirklich toll. Ja, wie auch immer, jedenfalls habe ich hier noch was? Nö, habe ich nicht. Das sind so die wesentlichen, meiner Meinung nach, wesentlichen Punkte, die man im Hinterkopf behalten sollte bei solchen CO2-Kosten-Ausgleichen, Projekten und so weiter und so fort. Persönlich bin ich der Meinung, wenn man sowas macht, habe ich übrigens auch schon, ne? Also so ist es nicht. Also gerade bei Flügen klicke ich dieses Häkchen mit dem über Atmosphäre ausgleichen schon gerne an. Und wenn man das macht, dann sollte man sich wirklich an die großen Unternehmen halten, die einem das verkaufen, weil die sind so groß, dass sie aufgrund ihrer schieren Größe eine gewisse beobachtet, ne? Einfach weil sie so groß sind, dass es gar nicht anders geht. Wenn du dir da irgendeinen kleinen, besonders günstigen raussuchst, dann sind die Chancen, dass der deswegen besonders günstig ist, weil da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht, auch wieder relativ groß. Ja? Normalerweise würde ich ja sagen, unterstützt kleine Unternehmen vor Ort und nicht die großen. In diesem Fall ist es ausnahmsweise mal andersrum. Solange wir nicht eben gute Monitoring-, Management-, Überwachungs- Möglichkeiten gefunden haben, um das ganze CO2-Offsetting-Gewerbe weltweit wohlgemerkt. Das spielt ja auch in anderen Ländern eine große, große Rolle. Wir hatten da im Adventskalender im Fall von Neuseeland mal drüber geredet, wie die mit Pinus radiata eben enorm schnell wachsende und enorm schnell CO2-speichernde, aber hochlabile Wälder hochziehen und dann die Zertifikate in alle Welt sozusagen verhökern und sich doof und dämlich verdienen. Und man mit Kiefer anbauen, mehr Geld verdienen kann als mit Schafzucht inzwischen. Ne? Aber ja, andere Länder, andere Sitten, alles sehr kompliziert, global gesehen. Und ja, das ist es im Grunde, was ich dazu noch zu sagen hatte und gerne erzählen wollte. Und damit verabschiede ich mich für heute. Guck, dass ich wieder nach Hause komme. Aber dadurch, dass ich jetzt die ganze Zeit hin und her laufe, ist auch nicht so kalt. Das passt dann eigentlich ganz gut. So, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja, und an der Stelle brauchen wir dann jetzt noch eine Zusammenfassung. Da habe ich nochmal so ein tolles, mein sensationelles Textfeld erstellt. Ja, und zwar erstens, CO2-Vermeidung durch Auslagerung nach sonst wo ist noch billig. Und solange das so ist, kann man das auch machen. Ja, solange das Ganze eben legal ist, niemand der einheimischen Bevölkerung darunter leidet und da spricht eigentlich wenig dagegen, siehe Ofenprojekt. Ne, also jemanden einen Ofen schenken und dann verbraucht derjenige weniger Holz, daran ist nun wirklich überhaupt nichts schlecht. Und der Ofen kostet nicht viel und ist einfach zu finanzieren und wunderbar. Ja, noch geht das. Ja, wohlgemerkt noch. Aber wir haben ja gesagt, es gibt nicht unendlich günstige Projekte, die viel bringen und quasi nichts kosten. Das sind ein paar. Und wenn die abgeschlossen sind, müssen wir zu den mittelteuren Projekten mit mittlerer Reichweite und irgendwann zu den sauteuren Sachen mit hoffentlich dann auch wenigstens hoher Reichweite. Aber je teurer das wird, desto schwieriger anzugehen. Und noch ist das einfach. Nur eben die Betonung auf noch. Dann zweitens, die CO2-Speicherung in sonst wo kann effizient und günstig sein, aber da gibt es trotzdem nicht unendlich Platz. Das Projekt kann schief gehen, das Projekt kann an Schindluder scheitern, dass man da entweder mit Korruption, mit Raffgier, mit schlicht und ergreifend Betrug oder sonst was arbeitet, kommt leider immer wieder relativ häufig vor. Man sollte sich also wirklich gründlich informieren, ob das ein seriöses Angebot ist, was da zur Verfügung steht. Und selbst wenn, dann ist nicht unendlich Platz da. Man kann also nicht beliebig viel aufforsten, sondern nur das aufforsten, was ursprünglich mal da stand.
bis dahin potenziell. Und selbst das ist im Übrigen noch nicht mal möglich, weil wir die Tropen nicht so einfach aufforsten können. In vielen Fällen hat die Erosion verhindert, dass da in den nächsten paar hundert Jahren wieder ein normaler tropischer Regenwald, wie der, den man da eben Gebrandrode zum Beispiel hat, wieder wachsen kann. Es geht also höchstens um Schadensbegrenzung, nicht um Wiederherstellung des natürlichen Ökosystems. Das ist in ganz vielen Fällen gar nicht erst möglich. So, dann außerdem drittens, irgendwann müssen wir eben, wie gesagt, auch die teuren Projekte angehen. Das habe ich aber gerade schon gesagt, ne? Aber da steht es nochmal. Und viertens, letzten Endes ist dieser CO2-Ausgleich für ein paar Euro im Monat eine schöne Sache. Das kann auch gerne jeder machen, der möchte. Da gibt es nichts dran auszusetzen, ist alles bestens, aber lösen wird das die Probleme nicht. Und es ist keine Abkürzung und kein einfacherer Weg zum Ziel als der lange, steinige, komplexe, teure, politisch sehr schwierig umzusetzende und der eben auf persönlichem Verzicht basieren wird, sowohl im Sinne von staatlicher, persönlicher Verzicht, dass wir als Gesellschaft ein bisschen lernen müssen, weniger Ressourcen zu verbrauchen und selbstverständlich eben auch als Individuum dann damit leben müssen, dass dann halt bestimmte Sachen möglicherweise nicht mehr möglich oder sauteuer sein werden, weil sie halt scheiß aus Auswirkungen auf die Zukunft unseres Planeten haben werden. So, ne? Also das war eigentlich im Wesentlichen das, was ich hier nochmal hinzufügen wollte und was ich eigentlich auch sagen wollte. Und ich hoffe, das war soweit verständlich. Macht's gut.